Auf dem Apothekertag in München hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn zur Anhebung der Pflege geäußert. Er appellierte an die Solidargemeinschaft. Wir wollen, dass es mehr Pflegekräfte gibt, dass sie besser bezahlt werden, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir haben mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, etwa bei Demenz. Das kostet unterm Strich auch. Und deswegen ist diese Beitragssatzerhöhung notwendig. Ich finde es parallel aber wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber reden, was ist uns Pflege wert und wie wollen wir das auch in Zukunft in der älter werdenden Gesellschaft finanzieren. Die Beiträge zur Pflegeversicherung müssen erhöht werden, weil die Pflegeversicherung schon in diesem Jahr in ein Defizit von 3 Milliarden hineinläuft, wegen Verbesserungen in den letzten Jahren. Wir wollen weitere Verbesserungen, bessere Bezahlung von Pflegekräften, mehr Pflegekräfte. Das kostet zusätzlich Geld und deswegen braucht es diese Beitragserhöhung. Wir haben am Apothekertag gerade unter anderem über die flächendeckende Versorgung mit Apotheken diskutiert. Als Kind vom Lande, als Münsterländer, ist mir sehr daran gelegen, dass wir in der Fläche und in allen Stadtteilen eine gute Versorgung mit Apotheken haben, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, wo wir auch das Wissen der Apotheker für die medizinische Versorgung nutzen können. Da haben wir gerade gut diskutiert, auch über mögliche Veränderungen in der Honorierung, über das Versandhandelsverbot, über die Frage, wie wir einen Rahmen schaffen, dass es in Deutschland auch in 10, in 15 Jahren noch flächendeckend eine gute Versorgung gibt. Ich möchte, dass wir in den nächsten 2, 3 Monaten konkret in Gesetzgebung kommen, von Arzneimittelsicherheit bis zur Frage von Apothekenvergütung. Auch in der Prüfung, wie der Koalitionsvertrag es vorsieht, des Versandhandelsverbotes. Und meine Zusage ist, dass wir das nach der Diskussion hier auch weiterhin in einer guten Diskussion miteinander machen. Ich bin ja heute vor allem auch gekommen, um zuzuhören, um eine Rückmeldung zu kriegen, auch zu verschiedenen Punkten. Für mich jedenfalls war das sehr hilfreich.